Alida ist bodenständig, sie ist wahnsinnig selbstständig, sie weiß, was sie will, in dem Fall Gott sei Dank mich, also Chris, und sie bleibt sich eigentlich auch immer treu. Und ich glaube, das ist auch das, so, was Chris so an ihr mag. Aber auch das, was ihm natürlich direkt an diesem Gewächshaus aufgefallen ist, dass sie kein Schimmer hat, wer er ist oder wer auch Berlin-Mitte ist. Und das gefällt ihm natürlich ganz gut, weil er damit natürlich auch so ausschließen kann, dass sie ihn nur, wie wahrscheinlich die meisten Fans von Berlin-Mitte, ihn wegen seines Erfolges, wegen seines Ruhms irgendwie so toll finden. Und deswegen stürzt er sich da eigentlich Hals über Kopf in eine verrückte Liebesbeziehung.